Ja, toll. Jetzt erzähle ich das alles nochmal. Hab gerade gemerkt, mein Mikrofon ist gemutet. Oh je. Gut, dass der Mann im Hintergrund mir den Hinweis gegeben hat. Also ich habe gerade gesagt, ich mache das hier oben alles nochmal raus, weil ich mir damit eben nicht sicher bin, ob das wirklich was damit zu tun hat, was der mir bei dem vierten Hinweis erzählt. So, und dann habe ich nochmal von vorne angefangen. Also mit Äpfeln im Gepäck war er niemals traurig. Niemals traurig, ne? So, die verhalfen ihm aber immer zu großer Stärke. So, da er aber eben bei Stärke weder wütend sein kann und auch nicht traurig, da er ja, ne? Nee, wobei, eigentlich nur, wenn er einen Apfel gegessen hat. Nur, wenn er einen Apfel gegessen hat. Also er ist auf jeden Fall nie wütend gewesen, wenn er große Stärke bewiesen hat. Aber nur Äpfel können ihm zu großer Stärke verholfen haben. Das heißt, er muss einen Apfel gegessen haben, während er fröhlich war. So. Oder? Bin ich denn jetzt noch mal auf das hier gekommen? Gott, oh Gott. Nee, wartet mal. Oh, ich weiß nicht, Leute. Ich mache noch mal alles weg. Also bis auf diese Sache mit den Äpfeln. Also, nee, doch, ich mache noch mal alles weg. Wir fangen noch mal von ganz von vorne an. Total durcheinander. Also noch mal. Mit Äpfeln im Gepäck war ich niemals traurig. Niemals traurig. So. Nur sie verhalfen ihm zu großer Stärke. Das heißt, wenn er einen Apfel gegessen hat, war er stark, aber nicht traurig. Nicht traurig. Das heißt, er kann, wenn er Äpfel gegessen hat, wenn er stark war, nicht traurig gewesen sein. Und hier steht ja, mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Das heißt, er war auch, wenn er stark war, niemals wütend. Muss also fröhlich gewesen sein. So. Und da ja Äpfel ihm zu großer Stärke verhalfen, kann er also auch nicht heroisch oder schläfrig gewesen sein. So, das wissen wir also schon mal. Gut. Weiter. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Das hilft mir jetzt noch nicht weiter. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Also, wenn er Kokosnüsse gegessen hat, konnte er nicht traurig sein. Er kann aber auch nicht stark gewesen sein, weil die Stärke ja schon für die Äpfel reserviert ist. Das heißt, Kokosnüsse machen ihn heroisch. So. Kokosnüsse machen ihn heroisch. Und da Kokosnüsse ihn heroisch machen, heißt das, er kann. Er kann an Tagen, wo er heroisch war, nicht traurig gewesen sein. Das ist also hier schon mal auch weg. Ist ja sowieso weg, weil. Nee, Quatsch, ist egal. So, und dann heißt das, nur die Banane kann ihn traurig gemacht haben. So. Das passt also hier schon mal. So. Dann haben wir hier ja jetzt schon diese beiden Eigenschaften vergeben. Das heißt, die Banane kann ihn nur noch schläfrig gemacht haben. So, dann haben wir das Feld schon mal fertig. Okay. Weiter. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Nicht traurig. Also entweder an einem Apfeltag, da war er aber stark, oder an einem. Wartet mal. Oh, ich begreife das nicht so recht hier, ne? Nee, er war nicht traurig. Das haben wir schon rausgefunden, wenn er heroisch war. Mit Wut im Bauch kann er nicht stark sein. Und wenn er Kokosnüsse gegessen hat, war er auch nicht schläfrig. Da er mit Kokosnüssen aber heroisch sein muss, heißt das, heroisch kann auch nicht. Nee, wütend, ja, das wissen wir schon. Immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Komme nicht weiter, Leute. Ich komme einfach nicht weiter. Können wir denn nicht irgendwas von hier nach hier unten herleiten?
Ist ja, ich nehme immer Schläfrigkeit und traurig, aber das gehört ja gar nicht zusammen. Das eine sind die hier die Emotionen und das andere sind die Eigenschaften. Und schläfrig gehört zu den Eigenschaften und traurig zu den Emotionen. Aber irgendwie ist das in meinem Kopf immer so das Gleiche. Wartet mal. Also. Fröhlich. Fröhlich kann ja dann schon mal nicht das sein. Und nicht das sein. So. So viel wissen wir schon mal. Also wir wissen, wenn er einen Apfel gegessen hat, war er stark und offenbar fröhlich. Das heißt, dann muss hier das rein. Das kann hier weg. Dann kann. Das kann also dann schon mal nicht mehr das und das gewesen sein. Das heißt, hier muss das rein. So vielleicht. So. Jetzt. Kokosnüsse bewahrten ihn vor Schläfrigkeit. So, da Schläfrigkeit, aber nicht mit Wut einher. Nee, wartet mal. Warte mal, dann habe ich ja hier noch das, was ich mir aufgeschrieben habe. Er war nicht traurig wegen der Kokosnüsse. Nicht traurig. Nee, nee, oh Leute, ich komme einfach nicht weiter. Okay, wartet mal, ich mache jetzt erstmal was anderes. Ich gehe jetzt mal noch in die Küche oder in die Kantine, besser gesagt. Da waren wir ja auch noch nicht. Vielleicht komme ich da ja noch mal ein bisschen weiter oder noch mal raus. Wobei draußen spielen ist ja nicht erlaubt eigentlich, ne? Gehst du nicht raus? Doch. Oh, guck mal, da sitzt der Shawnee. Kann ich mit dem Shawnee sprechen? war gemein. Erst hatte er Lilly das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lilly dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Na gut, reden wir mal mit dem. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Warum bist du denn so gemein? Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Ah, wie böse der ist. Ich bin tough, Leute. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Das ist aber ganz schön gemein. Aber hör mal, die Oberin hat's verboten. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha! Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Irgendjemand hat meine Milch geklaut. Warum traust du dich eigentlich hier raus? Wir könnten dich verraten. Also offenbar macht hier jeder Blödsinn, außer Lilly, aber trotzdem kriegt sie immer den ganzen Ärger, wie es scheint. Naja, hey, gib mal das Rezept wieder her. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt.
Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Schimpfnamen? Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Ja, offenbar müssen wir ihm beweisen, wie tough wir doch sind. Na gut, gehen wir mal wieder. Shawnee, mit dir werden wir auch noch fertig. Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch so? Wenn ich jetzt hier mal in den Keller gehe. Oh, was macht der denn da? Ist der verrückt? Hallo, Memphis? Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Oh Gott, Leute, ich ahne schon wieder Böses. Schnell, mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Der Untergang ist nah. Nochmal. Verdammt bin ich, verdammt bist du. Nochmal. Apokalypse now. Wie gut, nochmal. Okay, dann fängst du wieder von vorne. Fängst du wieder von vorne an. Wie witzig. Oh Mann. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. Okay, du weißt also nichts über das Rezept. Ja, warum sitzt du denn im Ofen? Sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Okay. Ich habe da eine Idee. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Ich glaube, ich brauche mal Shawnees Feuerzeug. Und ja, mir fällt da gerade noch was ein. Dupdi-dupdi-du. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Ja, wie lustig. Was haben wir hier noch? Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Ja, Mensch, da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. So, da ist nur die Klappe. Können wir diese Wollknäuel da wieder mitnehmen? Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Sie nimmt es also nicht wieder mit. Na gut, wir gehen mal. Memphis? Hast du jetzt die Tür wieder zugemacht? Bist du verrückt? Nee, mach mal wieder auf. Ich habe ein Geschenk für dich, lieber Memphis. Guck mal hier, ein toller Sprengkörper. Nimm den doch. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Nicht? Okay, dann gehen wir nochmal. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Wir können noch in die Kantine gehen. Gehen wir mal in die Kantine. Wir gucken mal, was wir da machen können. So. Aha, da sitzt die Oberin und trinkt ihren Tee. Wir haben schon einen Bärenbanner und einen Adlerbanner. Hier fehlt noch was. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Okay, rein prophylaktisch also. Was haben wir hier noch? Die Oberin spreche ich gleich an. Da ist der Tee. Bananen, Kokosnüsse und Äpfel. Aha. Ob uns das wohl weiterhilft. Hey. Na, freut mich, dass du auch mal wieder da bist. Das ist ja schon lange her, aber schön. Hallo. Das ist schön, dass du mal zuguckst. Ja, wir spielen heute Edna bricht aus, sage ich immer. Nein, es ist Harvis neue Augen.
Ja, hier gibt's Kokosnüsse. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Können wir die mitnehmen? Ja, ne, das ist total toll. Ich hatte erst überlegt, den ersten Teil zu spielen, aber ich musste einfach mit dem zweiten Teil anfangen, einfach weil sie Lilly heißt. Das geht gar nicht anders. Ja, Banane? Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Ja, was das wohl für Witze sein mögen, keine Ahnung. Ja, vielleicht kannst du mir ja dann auch ein bisschen helfen, Mensch. Ich komme nicht mehr an der einen Stelle überhaupt nicht weiter. Da gucke ich nachher gleich nochmal hin. Das hat auch was mit den Früchten hier zu tun. Lilly mochte Äpfel. Sie ja, ich auch. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Weil Lilly ja so gesprächig ist. So, nimm noch einen Apfel mit. Gut, jetzt können wir mit Doris reden oder mit der Oberin. Ich rede nochmal mit der Oberin. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Ja, vielleicht. Hast du noch was zu sagen, Oberin? Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Okay. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Okay. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Also Selbstbeherrschung. Ich schreibe mir das gerade mal auf, denn das wollte ja die Birgit wissen. Selbstbeherrschung brauchen wir also. Okay, das müssen wir wahrscheinlich selber bauen, denke ich mir. Okay, dann reden wir mal mit Doris. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgirre? Offensichtlich. Eine graue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Offensichtlich. Ich eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Ja, bestimmt. Was? Ich finde zwar krass, wie die Tode von den Charakteren so explizit gezeigt, aber trotzdem so zensiert werden. Ja, es ist einfach nur, ja, es ist halt ein Spiel für Kinder auch, ne? Soll ja, ich war. Ja gut, reden wir doch mal mit der total netten, freundlichen Doris. Das ist also ein Sonnenschein von einem Menschen. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Ja, Mensch, Doris, du bist ja... Wow! Freundlichkeit in Person. Ja, hier, ich hab Hunger. Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Ach, mach doch nix. Jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Nee. Da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Dank dir bei meinem idiotischen Anwalt. Oh Mann, die ist echt krass drauf. Nee, also wenn ich mal nicht weiterkomme, gerne auch helfen. Jetzt nicht unbedingt spoilern, indem ihr mir die Lösung vorsagt, aber helfen gerne, immer gerne. So, Essen für die Katze. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings,
dass mir die Oberin noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Nee, wir haben das... Das hat uns einer geklaut. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Okay. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Oh, diese Doris, das ist ja Prachtweib. Mensch, Doris. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Okay, Doris, ich hätte da ein Schraubverschlussglas für dich. Vielleicht kannst du das ja an. Nee, das hat ja einen Korken. Wollen wir trotzdem mal probieren, ob Doris das aufmacht? Aber Ding Dong, habe ich dir nicht schon 1000 Mal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Klar. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Der Hamster ist frei. Yay! Ja, danke, das war knapp. Kein Problem. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Dankeschön. Tschüss, Doris. Wir gehen dann mal wieder. Nee, die hat keine Aggressionsprobleme. Überhaupt nicht. Ich finde, die ist doch... Also es ist doch die Ruhe in Person, die Frau. Es ist eine freundliche Dame. Ne? Also ich weiß gar nicht, was das Problem ist so. Okay, jetzt haben wir den Hamster. Kann ich jetzt? Nee, ist das ja gar nicht. Das ist ja gar kein Hamster. Das ist ja ein Meerschweinchen. Kann ich den jetzt hier vielleicht... Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Die ist garantiert mit Lotti verwandt. Oh, hallo, Darth Revan. Freut mich, dass du auch da bist. Mensch, freut mich, dass jetzt auch mal ein bisschen im Chat geschrieben wird. Finde ich schön. Hat die jetzt wirklich... Ist dieses Meerschweinchen... War das noch... Haben wir jetzt gerade... Ich hoffe, es war schon... Ihr wisst schon, was ich sagen will, ne? Wir gehen mal zu Birgit. Birgit braucht ja noch ein Tiermotiv, ne? Birgit, hör mal. Wir haben hier was für dich. Vielleicht das Motiv für Selbstbeherrschung? Ich habe mich auch sehr beherrscht, dass es nicht blutet, als ich es draufgesteckt habe. Das ist ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Klar. Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein. Und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Okay. Tschüssili. Gut, dann haben wir das. Lasst mich mal schauen, liebe Freunde. Ach, das ist ja immer noch die Sache mit den Früchten. Und wir haben ein Glas mit Alkohol. Können wir jetzt hier vielleicht die Tollkirschen ins Glas tun? Lilly hatte gehört, dass Alkohol keine Probleme löst. In diesem Fall stimmte das. Offenbar nicht. Na gut, wir gehen mal nochmal hier rein und gucken uns das Rätsel nochmal an. Ich werde nochmal von vorne anfangen, weil ich glaube immer noch, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Ich mache nochmal alles weg. Mache nochmal alles weg und dann schauen wir uns das nochmal gemeinsam an, liebe Leute. Also, irgendwie will das alles in meinem Kopf hier nicht einhergehen. Also nochmal, mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Also, er war da niemals traurig. Und nur die Äpfel verhalfen ihm zu großer Stärke. Das heißt, Äpfel und Stärke kann nur das sein. Das also nicht. So. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Also, heroisch kann entweder das hier sein oder das, aber nicht das. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Also, er kann an Tagen, an denen er stark war, nicht wütend gewesen sein. Gut. Er kann an Tagen, an denen er wütend war, nicht traurig gewesen sein. Nicht stark gewesen sein. Und da er da aber auch nicht traurig gewesen sein kann, weil ja nur der Apfel, ne, der Apfel verleiht ihm Stärke. An Tagen, an denen er Äpfel gegessen hat, war er aber niemals traurig. Das heißt, er kann da auch nicht traurig gewesen sein. Kann der Bär nur das sein? So.
Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig vor Schläfrigkeit. Also, wenn er Kokosnüsse gegessen hat, war er nie schläfrig. So, nie schläfrig. Soweit wissen wir das schon mal. So, und da jetzt das nicht traurig sein kann und das nicht traurig sein kann, kann eigentlich nur das traurig sein. So. Und da das traurig ist, ist das schon mal nicht das und nicht das. Das haben wir hier unten schon. Das heißt, der Hirsch oder das kann eigentlich nur das sein. So, so weit sind wir schon mal. Okay. Ja, das habe ich auch fast gemacht. Das wollte ich gar nicht. Deswegen habe ich vorhin extra gesucht wegen dem Zurück-Button. So, jetzt gucken wir mal weiter. Er konnte heroische Taten immer nur an Tagen vollbringen, an denen er nicht traurig war. Nicht traurig. So, heroisch macht ihn aber wütend. Heroisch macht ihn wütend. Wie bin ich denn vorhin hier drauf gekommen? Wartet mal, lass mich mal weiter überlegen. Also, er war wütend an Tagen, wenn er heroisch war. Wütend an Tagen, an denen er heroisch war. Nicht weiter, Leute. Wohin hatte ich das hier schon mal komplett? Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ach so, genau. Weil ja, warte mal. Der Apfel verleiht ihm Stärke. Stärke kann also nicht die Kokosnuss sein. Das heißt, die Kokosnuss muss das hier sein. So, und damit ist die Banane das hier. So. So. Jetzt fehlt nur noch das hier vorne. Jetzt lasst uns mal kurz überlegen. Wahrscheinlich brauche ich da jetzt ein bisschen für, weil in meinem Kopf schon wieder alles durcheinander geht. Also. Er war stark an Tagen mit Äpfeln und er war stark an Tagen, an denen er fröhlich war. Das heißt, eigentlich kann doch das nur das hier sein, oder? Wenn er einen Apfel gegessen hat, war er stark. Und das heißt, dass er muss fröhlich gewesen sein an Tagen mit Äpfeln, weil er ja, wenn er stark war, auch fröhlich war. So. Das heißt, das kann schon mal nicht mehr das sein. Okay. Er war heroisch an Tagen mit Kokosnüssen. Und an Tagen mit Kokosnüssen war er wütend. Das heißt, Kokosnüsse machen ihn wütend, können ihn also das nicht machen und das nicht machen. Also kann das eigentlich nur noch das sein. So, haben wir es jetzt? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelritter half, war ich wieder fröhlich über einen Apfel. Er war nicht fröhlich über einen Apfel. Das heißt, er kann keinen Apfel gegessen haben. Also, gucken wir mal. Er hat keinen Apfel gegessen. Er hat keinen Apfel gegessen. Noch wütend über eine Banane. Noch wütend über eine Banane. Hm? War aber auch nicht traurig über eine Banane. Also hat er auch keine Banane gegessen wahrscheinlich. Hat er also eine Kokosnuss gegessen? Oder fröhlich wegen einer Kokosnuss? Die Kokosnuss macht ihn ja wütend. Also war er wütend wegen der Kokosnuss? War er wütend wegen der Kokosnuss? Und Wut bedeutet heroisch. Wollen wir es damit mal probieren? Probier es einfach mal. Also ich denke jetzt, er hat eine Kokosnuss gegessen, war wütend und hat sich heroisch gefühlt. Also. So, das letzte war, welches Obst er gegessen hat, ne? Dann tun wir da jetzt mal die Kokosnuss drauf. So. Ach so, wir brauchen ja auch noch diese Masken.
Und die Masken kriege ich nur, wenn ich einen Schraubenzieher habe. Und heroisch. Heroisch, das wäre dann der. Oh Gott, ich brauche auch noch den Schlüssel. Wartet mal. Den Schlüssel für die Vitrine. Wahrscheinlich, denn hier drin ist der Kopf, den wir brauchen. So, du bist fertig, Birgit? Worauf wartest du noch? Das Banner muss so schnell wie möglich in die Kantine. Ach so, da hinten hängt es ja, Mensch, Meerschweinchenbanner. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Oh ja, nehmen wir das mal mit und bring es mal in die Kantine. Schauen wir mal, was die Oberin dazu sagt. So. Können wir das jetzt einfach da aufhängen? Ah, endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Doch. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Oh, Birgit, was haben wir getan? Das ist doch schön, das Birgit hätte sich Meerschweinchen-Banner. mehr Mühe geben sollen. Aha, ist das doch Dieses super. Banner war eine Schande. Weg damit! Nein! Du musst da wieder hin, das ist toll. Oh, schade. Kann ich die anderen Banner auch mitnehmen? Nee. Ich drück mal kurz die Leertaste, ob mir hier noch irgendwas entgangen ist. Kann ich da ein neues Banner hinhängen oder wie? Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Ha! Ich würde jetzt gerne mal gucken, was mit Birgit passiert ist. Oh je. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was. Papperlapapp, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Okay. Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Oh, die hat die Tür aufgelassen. Sehr schön. Ja, naja, irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Birgit mir so leid tut, weil die war ja doch ziemlich fies zu uns und ganz schön hochnäsig und eingebildet und meinte, wir wären schlecht und sie wäre ja so viel besser als wir. Und außerdem ist sie ja die Lieblingsschülerin der Oberen, ne? Aber ich denke mal, verdient hat sie es vielleicht am Ende doch nicht, dass man sie so behandelt. Jetzt wollen wir erstmal, das ist das Stachelschweinmodell, das brauchen wir nicht. Grizzlybär, Raufaserleinwand. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Vielleicht ist sie ja von der Oberin. Können wir das übrigens mitnehmen? Ah, da ist das Hirschmodell. Ja, nimm das mal. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber Ach selbst so. die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Das sagt sie bei jedem Ding. So, wir nehmen die mal mit. So. Die Puma-Modell. Tiermotive waren für Lilly die Okay. aber selbst. Kann ich das denn Lass mitnehmen? das brauche ich als Vorlage. Oh Mann, Birgit. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst Na zuzuschreiben. Lilly ja. hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Eigentlich sind wir ja daran schuld, aber gut. So, jetzt haben wir das. Dann bringen wir das mal weg. Was habe ich gesagt? Heroisch. Das heißt, der Hirsch kommt hier drauf. Das erste war
Wartet mal, das letzte war das Obst. Das erste war die Emotion und das zweite kommt, da kommt, glaube ich, der Hirsch hin. So. Okay, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch die Masken. Und dafür brauchen wir einen Schraubendreher. Aber wo kriegen wir den her? Capo, hast du was zu sagen? Erzähl doch mal. Du wirkst so angespannt. Ist ah, nee, das hatte ich vorhin gern schon gehört. Falls was, ich mach mir. Ja, lass mal überlegen. Habe ich vielleicht irgendwas, womit ich das losschrauben kann? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Raufaserleinwand. Ja. Was ist denn mit dem Zimmer der Oberin? Ist da noch irgendwas? Nee. Der Pflanze hier kann ich auch nichts machen. Die Blume schien zumindest. Kann ich der die Tollkirschen zu essen geben? Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Oh, wie traurig. Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Okay, kann ich den auch bedienen? Nee. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Das habe ich mir alles angeguckt. Ja. Ja, nun. Wo kriege ich denn den Schraubendreher her? Und wie komme ich an den Ballon? An diesen Ballon nämlich. Der Kronleuchter baumelte unerreichbar an einer Kette, die bis zum Turm hinauf. Ach so, ja klar. So wurden die Kinder in Versuchung gebracht, darauf zu schaukeln, ohne es jemals wirklich zu können. Ja genau, das müssen wir ja auch losschrauben. Da brauchen wir nicht weiter hingehen, weil... Oder? Nee. Im Beichtstuhl brauchen wir auch nicht reingehen, weil der uns ja nicht zuhören kann, weil es hier zu laut ist. Und Frank? Können wir mit dem nochmal reden? Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Er hat doch Ohrenschützer auf. Ganz taub vom Bohren. Er hat doch Ohrenschützer auf. Okay, da können wir auch nicht weiter was machen. Tja, wie kriegen wir denn jetzt den Schraubenzieher? Ja, Mutter Oberin, hast du noch was? Nee, die erzählt wahrscheinlich auch nichts weiter, ne? Lass mich allein. Ich bin durch mit euch Kindern. Okay. Alles klar. Puh, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr weiter. Gibt's hier unten noch irgendwas? Nee. So, warte mal. Gehen wir mal zu den beiden Mädels. Sagt ihr irgendwie noch was zur Bombe vielleicht? Riot Girl rules. Ching, ching. Ching. Ah ja, die drei Jungs. Erzähl mal was. Miyurushi Glitzerschein. Miyurushi Glitzerschein. Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima. Riot Girl rules. Sching! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie. Genau. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem. Nieder mit den dunklen Mächten. Sie sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Okay. Ja, hier, Aktivismus, ne? Die sind irgendwie voll weird. Ich finde sie sehr weird, die beiden Mädels. Shibuya Power. Ching, genau. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch. Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules. Ching, ching. Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen. Oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh. Dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny. Nieder mit den dunklen Mächten. Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit
mit den dunklen Mächten. Ja, hier nieder mit den dunklen Riot Mächten. Girl rules. Riot Girl rules. Also wird das nichts. Wie willst du uns denn helfen, die Gesellschaft zu zerstören, wenn du nicht einmal unseren Schlachtruf kennst? Nieder mit den dunklen Mächten. Ja, Riot Girl rules. Riot Girl rules. Riot Girl rules. Also wird das. Wie willst du nieder mit den dunklen ich eine Haarnadel ich haben. Ich schon mal gesagt, du bekommst meine Haarnadel nicht. Erst wenn ich was Extremes tue. Des Lichts. Kräfte des Lichts, ruf die Geister des Mondes. Und solange du uns nicht mit einer krassen paramilitären... Okay, ja, das hat sie schon mal gesagt. Miurushi Glitzerschein! Miurushi Glitzerschein! Oh Mann. Okay, also mit dem müssen wir erst irgendwas machen, was sie davon überzeugt, dass wir ganz extrem sind. So. Und, kommst du voran? Die sagt auch nichts Neues. Nee, das hilft mir nicht. Oh Gott, ich weiß nicht weiter. Ist Birgit inzwischen fertig? Nee. Da kommen wir nicht mehr rein. Ich würde gerne noch mal da oben hin, aber der lässt mich hier nicht durch, ne? Wartet mal, wenn ich dem Typen am Brunnen vielleicht den Alkohol zeige, Shawnee. Guck mal, ich habe Alkohol. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ich soll ihn beeindrucken, aber womit denn nur? Oh, wartet mal, ich habe gerade eine Idee. Das Bild da, das scheint ja die Oberin aufzuregen. Und da war doch dieser Haken in ihrem Büro. Können wir da vielleicht das Bild aufhängen? Das hier, dieses Einhornbild. Oder was es ist? Maybe gefällt es ihr ja. Ach, guck mal, wie hübsch. Ja, also das hat jetzt aber auch nicht wirklich viel gebracht. Wir müssen immer noch die Katze füttern. Ich brauche einen Schraubenzieher oder etwas in der Art. Wofür sind die Murmeln gut? Ich weiß es nicht. Ich komme nicht weiter, Leute. Ich brauche wahrscheinlich von Shawnee das Feuerzeug. Der fackelt da ja gerade irgendwie... Ja, und die kriege ich nicht ab, ne, weil ich dir halt keinen Schraubendreher habe. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein. Ja, das haben wir schon gehört. Wir brauchen etwas, um Schrauben zu lockern. Reden wir nochmal mit Doris. Können wir ja nichts Neues mitnehmen. Nee. Doris, erzähl doch mal, hast du noch was zu sagen? Du schon wieder? Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine herumstromern. Da sind schon die merkwürdigsten Unfälle passiert. Und für fast alle habe ich ein Alibi. Okay, Essen für die Katze und Hunger. Essen für die Katze. Also so langsam wirst du mir lästig, Kind. Die Essenszeit ist schon... Und solange der Ofen im Keller aus ist... Du hast ja, ja also ja. Nichts, es sei denn, du hast das Rezept... Nee, ich hab nichts davon. Und hier sagt sie... Bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Sie knacken alles, was sie in die Finger bekommen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Sie knacken alles, was sie in die Finger bekommen. Warte mal, habe ich irgendwas, was sie vielleicht aufbrechen muss? Hast du das Glas nochmal auf, vielleicht? Willst du mich etwa vergiften? Bring das sofort hier weg! Das eignet sich ja bestenfalls auch als Treibstoff für den Rasenmäher! Gibt's hier ein Rasenmäher? Warte mal, wenn ich mir hier so eine Kokosnuss nehme, knackt ihr die dann auf? Was, aber nur für fast alle? Lily hat sich bereits mehr an der Obstbar bedient als ihr Zustand. Lily nahm sich vor, sich später selbst dafür zu bestrafen. Hier ist ja heute mal richtig Action. Ja. Ich komme nur nicht weiter gerade. Hallo übrigens, freut mich auch, dass du da bist. Kann die irgendwas für uns aufknacken? Vielleicht den Sprengzünder? Hier, Doris, mach doch mal auf.
Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Brauche was, um ihre Finger zu beruhigen. Kann die die Murmeln aufbrechen? Was soll das? Das hat immer genauso wie... Nee. Das mit dem Glas hat ja nicht geklappt. Und die Sachen brauchen wir für was anderes. Ja. Ich muss irgendwie dem Shawnee beweisen, dass ich tough bin. Aber wie mache ich denn das? Shawnee. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Ja, Shawnee, du bist doch auch so ein freundlicher Kerl. So. Ein Zünder? Ja, Sprengkopf habe ich, aber den kriege ich ja nicht angezündet, wenn ich das Feuerzeug von Shawnee nicht habe. Guck mal, ich bin total tough. Also, wenn du mich beeindrucken willst, dann musst du schon mehr auf dem Kasten haben. Du traust dich ja noch nicht einmal auf Spatzen zu schießen. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Ich soll auf Dinge schießen. Warte mal. Also ich... Nee, ich weiß schon, denke ich, was ich mit dem Sprengzünder machen soll. Ich glaube, den Sprengzünder... Ja. Na, den Sprengzünder, ich glaube, den Sprengzünder muss ich angezündet hier reinwerfen in den Ofen, in dem Memphis sitzt. Also so will sie den da nicht reinwerfen, weil der Ofen nicht an ist. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Ja, genau, sie will ihn noch nicht loswerden. Memphis, hast du noch was zu sagen? Ach ja, hier, das ist auch lustig. Apokalypse now. Oder hier. Der Untergang ist nah. Apokalypse now. Nochmal. Der Untergang ist nah. Super. Was ist das hier? Wir sind verdammt, verdammt. Okay, Memphis hat also auch nichts weiter zu erzählen. So, hier, das darf ich ja nicht nehmen. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Ja, aber sie hat ja gar kein Messer. Das hat sie ja irgendwie verloren, offenbar. Ah, Leute, ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Der Wasserhahn macht ja nichts. Der ist aus. Also da kommt kein Wasser mehr raus. Schade. Der Wasserhahn war leer. Der Wasserhahn ist leer. Hier kann ich nichts weiter machen. Und hier hinten ist nur das Wollknäuel in der Bombe. Aber das will sie nicht wieder mitnehmen. Bin gerade unsicher. Kann ich die Murmeln in die Klappe reinwerfen? Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna. Nee. Schaukeln möchte sie auch nicht. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Ach, Lilly. Oh, ich weiß nicht weiter, Leute. Wie können wir dem denn beweisen, dass wir tough sind? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Wir können noch... Warte mal, die Termiten... Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal... Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ja, ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Wo ist denn Freeman nur? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Der muss wohl weggegangen sein. Ja, was können wir vielleicht mit den Termiten noch irgendwas machen? Vielleicht können wir die Termiten in das Glas mit Alkohol sperren? Lilly hätte dem Gnom gerne bei der Arbeit geholfen, aber sie hatte ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Nee, also... Kann ich denn...
dem Shawnee vielleicht die Murmeln an den Kopf werfen. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen... Nein. Naja, nee, nicht spoilern. Also du kannst mir gern mal einen Tipp geben, wenn ich nicht weiterkomme, aber nicht die Lösung verraten, wenn es geht. Das wäre mir lieb, wenn du mich nicht spoilern würdest. Also ja, helfen gerne, aber nicht verraten. Vielleicht, wo ich hingehen muss oder so. Das kann der mir gerne sagen, aber nicht die Lösung verraten. Ich habe hier aber auch noch nirgendwo einen Schraubendreher bekommen. In der Kantine, okay. Habe ich da wohl was übersehen? Lass mich mal gucken. Links. Ja, hier gibt's das Obst, aber das Obst habe ich schon aufgesammelt. Hier könnte ich irgendwas hinhängen, aber ich habe keinen Banner. So, warte mal, ich drück mal. Ja, das Obst habe ich schon aufgesammelt. Mir fehlt jetzt halt... Also ich bin im Moment so weit, dass ich hier diese Masken brauche. Moment, ich gehe da mal gerade hin. Diese Masken hier brauche für den alten Mann, damit er sich an die Templergeschichte erinnert. Aber die kriege ich nicht los, weil ich keinen Schraubendreher habe. So. Wie ich an den Schraubendreher komme, weiß ich nicht. Ich wüsste eventuell, wie ich den Ofen wieder anbekomme. Aber dafür brauche ich das Feuerzeug von Shawnee und ich brauche das Rezept von Shawnee. Ja. Und dann gibt es hier noch, hier oben, Knallfrösche. Aber ich komme hier nicht mehr in diesen Raum rein, weil der Kapu mir im Weg steht. Ist die Frage, kann ich dem vielleicht einfach die Tollkirschen geben? Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Och. Lily wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Ach so. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lily immer Angst und Bange. Das ist eine gute Idee, den Shibuya Girls mal die Bombe zu zeigen. Ich habe gedacht, vielleicht sind die Knallfrische für die Shibuya Girls, aber ihr habt ja natürlich recht. Die Bombe könnte ich denen auch mal zeigen. Hier, guck mal. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und er ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell! Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte, ich weiß. Na Gott sei Dank. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lily. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Ey. Ungumbo. Oh, jetzt sagen die auch noch Gumbo. Steh da doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so? Nimm meine Kraft der Liebe. Genau, ist ja voll extrem. Oh Mann, jetzt hat die da ihre Haarnadel reingesteckt in den... Ja gut, dann bringen wir dich doch mal an einen bombensicheren Ort. Okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Ja. Tatsächlich, okay. Dann schauen wir doch mal. Memphis, willst du vielleicht nicht doch lieber aus dem Ofen rauskommen? Ich muss dann mal einen Sprengzünder entsorgen. Mach mal die Tür auf, liebe Lilly. Hallo. Hier, ich habe ein Geschenk für dich, Memphis. Guck mal. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Hab ich? Was hast du da? Gar nichts. Endlich konnte Lilly die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Ja, ja, das ist ganz normal. Lilly schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lilly? Lilly? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Oh Gott, oh Gott. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Oh nein, der arme Memphis. Oh Leute, warte mal, ich muss mal ganz kurz muten. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Okay, ja, Memphis geht's doch bestimmt gut. Oh, Memphis geht's doch bestimmt gut, Mensch, hier. Also,
Ich glaube nicht, dass Memphis irgendwas passiert ist. Der konnte sich bestimmt rechtzeitig in Sicherheit bringen. Oder? Was denkt ihr? Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Nun, ja, wir haben jetzt eine Haarnadel. Was können wir denn mit der Haarnadel machen? Mal überlegen. So, wartet mal, ich habe ja jetzt was total Extremes gemacht. Wer kommt denn da? Hau ab, oder? Hey, ich habe hier den Ofen in die Luft gesprengt. Also, wenn du mich beeindruckst, du traust mich alle und so lange... Okay, wartet mal, auf Spatzen schießen. Kann ich mir vielleicht irgendwie eine Zwille bauen aus der Spange und den Murmeln? Diese Original Marashuni-Yoke Allzweckhaarnadel war doch nicht so nützlich, wie Lilly gedacht hatte. Wartet mal, kann ich vielleicht mit der, jetzt mal ganz blöd gesagt, ja, Schlösser öffnen muss ich nicht, aber jetzt mal ganz blöd gefragt, kann ich vielleicht mit der Haarnadel die Dinger hier losschrauben? Man weiß ja nicht. Perfekt, oh. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Prima. Na, sehr schön. Da haben wir das Problem doch auch schon gelöst. So. Sehr, sehr gut. Und dann noch die. Ich weiß zwar nicht, wie das mit einer Nadel funktionieren soll, eine Schraube zu lösen, aber von mir aus. So, die kriegen wir damit bestimmt nicht los, oder? Lass mal gucken. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Und solange Lilly keinen triftigen Grund hatte, musste sie dieses Risiko auch nicht eingehen. Okay. Gut, wir haben jetzt aber die Masken. Das heißt, wir können jetzt mal zu dem alten Mann zurückgehen. Und ich hatte gesagt, die Emotion ist wütend. Das heißt, wir brauchen die wütende Maske. Diese da. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. So, mein Lieber. Was? Kennen wir uns? Ja. Wir waren schon des Öfteren hier. So, erzähl mal, ist das jetzt vielleicht hier die richtige Geschichte für das Tempelrittergrab? Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Ah, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders... wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Nee, ist schon okay. Ich kann es mir denken. Alles klar, super. Wir haben den Hinweis, den wir brauchen. Oh, und jetzt sind die ganzen Sachen auch weg. Damals, genau. Er war ja auch schon bei den Pyramiden dabei und hat mitgeholfen, die zu bauen, ne? Glaube ich ihm sogar. Egal, gut, dann können wir jetzt mal zu Frank gehen in der Kapelle und ihm das Buch da geben. Altes Buch, können wir das lesen? In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Denke ich auch. Gut, dann geben wir Frank das Buch mal. Wie sich alles fügt, Leute, ich freue mich. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu, das sieht ja mal wirklich interessant aus. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Oh, no. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja,
Das hier ist ein Rätsel. Nein! Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Nicht schon wieder so ein blödes Rätsel. Okay, dann wollen wir mal lesen. Als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Also Sudoku. Ich weiß es nicht. Wer weiß. So, hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen des Kleeschweinschlossers lag. Der Kleeschweinschlosser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. So, wartet mal, wir machen erstmal das hier oben. Es darf weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden sein. Das heißt, weder so lang, noch in einem Viererfeld. So, hier haben wir schon mal drei Symbole in einer Reihe. Das heißt, hier fehlt eigentlich nur noch dieses Symbol. Dieses Symbol. So, jetzt haben wir hier drei Symbole und hier fehlt jetzt nur noch dieses Symbol. Sudoku kann ich, Leute. Sudoku kriege ich doch hin. Hier fehlt auch nur noch dieses Symbol. So, dann lass mich mal gucken. Also, das Symbol kann hier nicht mehr kommen und kann hier nicht mehr kommen. Und kann hier nicht mehr kommen. Kann also nur noch dahin. So. Jetzt haben wir hier. Hier kann eigentlich nur noch das Wildschwein hin. So. Hier kann nur noch der Löwe hin. So. Und da kann auch nur noch das Wildschwein hin. So. Und genau, das muss hier ganz oben. Richtig. Und dann kann hier eigentlich auch nur noch der Löwe hin. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja. So, also. Danach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlösser lag. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Also diese Kombination haben wir hier. Links davon geht es nicht, also muss es rechts davon sein, hier irgendwo. So, der Schlangen, haben wir diese Kombination nochmal irgendwo? Ja, hier, ne? Hier geht's eh nicht rechts. Also geht's nur hier. Links davon geht. Warte mal. Nicht möglich. Links. Entschuldigung, links. Also nicht hier. Geht nur hier auf der Seite irgendwo. Ja, ihr habt ja recht. Das andere links. Ich immer links und rechts, ne? Der Der Schlangenzungenbärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Was? Der Schlangenzungenbärenorden bestand darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgerte zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten, aber schließlich setzten sich die Schlangenzungenbären durch. Also, dieses Wappen. Wartet mal, wir haben hier diese Kombination. Also irgendwo hier unter müsste das dann sein. Irgendwo hier unter, genau. Na oder, also kann eigentlich nur hier oder hier. Einer von diesen beiden wahrscheinlich, ne? Unter großem Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer und mussten überdies noch die Demütigung in Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappentier der Wendehalslöwenmusik eng passt. Also kann es eigentlich nur das hier sein, oder? Kann eigentlich nur das hier sein. Rechts der Grabkammer, ja, kann eigentlich nur das hier sein. Also merken wir uns, untere Reihe, drittes von links. Wie kann ich das jetzt hier irgendwie? Ach so, ich muss das jetzt so. Das kommt hier hin, so und das kommt hier hin. So, es kann also nur das da sein. Habe ich das richtig gemacht? Quatsch. Doch, ist richtig, oder? Hä?
Irgendwas ist falsch, wartet mal. Nimm das doch mal zurück, bitte. So, warte mal. Kann ich das doch auch hier hin tun, oder? Nee. Aber diese Kombination noch mal irgendwo. Nein. Ja, nur hier. Das scheint aber nicht zu passen irgendwie. Warte mal. Nee, das geht ja nicht. Ist unten links hier? Und dann so? Oder wie? Nee, so. Und dann so? Nee. Oder so? Nee, das geht ja auch nicht. Ich denke mal, ich muss doch die richtige Platte dann anklicken, oder? Den Rest wie gehabt. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Scheint nicht zu funktionieren. Also ich kann hier nichts anklicken. Ich denke mal, ich muss doch dann die richtige Platte finden. Vielleicht doch so? Ja, ja. Das muss es sein. Ich habe das Rätsel gelöst. Nein, ich habe das Rätsel gelöst. Dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Ich habe das Rätsel gelöst. Wie gemein. Da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Okay. Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow. Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann fress ich Tom Hanks Doppelkinn. Und was ist das? Hey. Hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert. Ein echtes Templerschwert. Ich werd verrückt. Mann, das sitzt aber fest. Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lilly war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh mein Gott. Ja. Herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Oh mein Gott, Frank. Ach Mensch, was haben wir getan? So, jetzt aber schnell. Ich hier das Brett davor legen. Hey, was soll das? Bist du das, Lilly? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus. Lilly war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Mhm. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du, du schaffst das alles? Aha. Danke, Lilly. Du bist die Beste. Ja, gar kein Problem, Edna. Kriegen wir doch alles hin. So, hab nicht aufgepasst. Was soll ich alles machen? Die Widmung entfernen? Den Ballon? Oh, wo ist denn deine Freundin hin? Shibuya Power? Hallo? Oh, hallo, Lilly.
Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Total! Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Ja, absolut. Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Mhm. Dein Kopf ist schummrig. Ja, hier, nimm doch mal ein paar Tollkirschen. Vielleicht, Oh, was hast du denn da Tolles? Was? Ist das etwa für mich? Nee. Oh, wie schade. Kann ich ihr vielleicht den Alkohol geben, damit ihr noch schummriger wird? Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Ach, oh, Lilly. Wie schade. Nicht? Okay. Na, die scheint doch ganz nett zu sein. Guck mal, ich habe Murmeln. Möchtest du Murmeln? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Okay. Na gut, gehen wir mal weiter, meine lieben Freunde. Was? Ein Clown? Och nein, bitte nicht. Keine Clowns, Leute. Ich will mal kurz in die Kapelle gehen. Dann können wir uns den Clown auch mal anschauen. Oh, der sieht aber glücklich aus. Lilly war begeistert. Sie hatte noch niemals einen lebendigen Clown aus der Nähe gesehen. Nur den Toten, der nachts immer vor ihrem Fenster stand. Oh Gott, dieses Kind, Alter. Was ist denn bloß mit diesem Kind verkehrt? Hallo, Clown. Nein? Du... Igitt. Noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Boah, also diese Leute hier, ne? Ja, der hat zu viel Layers auf. Genau, sie hat zu viel Layers auf 4 gezockt. Bestimmt. Diese Leute hier, was zur Hölle? Was ist denn los mit diesen Leuten? Die sind alle so bösartig und grummelig. Na, Mensch, was denn? Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, yep. Oder? Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Was habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe? Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Der ist ja super, Alter. Oh Mann, die Leute hier sind alle so durchgeknallt. Vielleicht ist es nicht so schlecht, wenn Dr. Marcel mal vorbeikommt. Hey, Fröhlichkeit. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Ja. Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Okay. Ja, komm hier, mach doch mal Kunststücke. Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Mhm. Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Oh Gott, was hätten wir denn gern? Einen Schraubenschlüssel? Ja, komm hier, einen Schraubenschlüssel. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Ernsthaft? So einfach? Danke. Pudel? Ein Pudel. Der Klassiker. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Nein! Okay, wartet mal, das hebe ich mir mal noch auf. Jetzt habe ich einen kaputten Ballon. Was gibt's denn hier noch? Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Was gibt es da nicht zu verstehen? Hier, warum rauchst du eigentlich? Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Warum denn nicht? Gib doch mal eine her. Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Hat wahrscheinlich nichts mit Edna zu tun. Ich glaube nicht. Nein, nein. So, Ballon machen wir dann später nochmal. Okay.
Was wollte ich jetzt gerade tun? Ich wollte doch mal in die Kapelle gehen und gucken, wie es da jetzt aussieht. Ja! Ja nun! Ich glaube, Frank geht's bestimmt gut. Der hat sich hier in das Loch gegraben und dem ist nichts passiert. Oh, ein Schwert! Billy freute sich immer, wenn etwas übrig blieb. Aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Ja, das nehmen wir doch mal mit. Hier, Dotti. Nee, wie heißt sie nicht Dotti? Dotti war was anderes. Wie heißt sie denn gleich wieder? Doris braucht doch noch ein Messer, hat sie gesagt. Vielleicht können wir ihr das ja geben. Okay, gibt's hier sonst noch was, liebe Freunde? Der Beichtstuhl, den brauchen wir nicht nochmal angucken. Können wir hier reingehen noch und, okay. Wer weiß, was sie da erzählt hat. Hm? Wir gehen mal in die Küche, oder in die Kantine besser gesagt, und sprechen mal mit Doris. Und Doris, vielleicht brauchst du ja das Messer, was wir haben, meine Liebe. Du schon wieder? Mhm. Du solltest außerhalb der Essenszeiten nicht so in der Kantine da sind. Ja, ja. So, warte mal, hier, guck mal. Die Essenszeit und solange der Du hast ja also nicht, es sei denn, du hast... Guck mal, ich habe ein Messer. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh. Wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Okay, so geht das nicht. Moment mal eben. Kann ich ihr das vielleicht so geben? Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Wo sind nur meine... Okay, das ist also nicht das Rätsels Lösung. Na gut, Ja, am Ende des Tages ist das doch ein Schwert. Ist schon richtig, ja. Ist schon recht. Wir gucken nochmal nach Birgit. Nee, ich dachte gerade, Capo ist ja weg, aber stimmt ja gar nicht. So, lass mal gucken. Oh mein Gott! Hat ihre Arbeit offenbar niedergelegt. Oh Gott, aber das Birgit! Banner mit dem Puma-Motiv hatte sie noch fertiggestellt. Schade, dass Lilly ihr nicht mehr für die gelungene Arbeit gratulieren konnte. Oh, Birgit, warum? So schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Birgit. Oh wei. Ich probiere das gleich mal, ja. Eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Lilly würde noch viele Nächte lang von diesem Banner träumen. Oh weia. Birgit. Jetzt tut es mir ja doch ein bisschen leid, muss ich sagen. Oh weh. Gut, gehen wir mal in die Kantine, hängen das Banner auf. In Gedenken an Birgit. Ach, lol. Birgit, warum denn? Hier, guck. Schön. Ja. Ah, das nenne ich mal ein vortreffliches Motiv. Effektiv und kontrolliert. Ein Symbol der vollkommenen Selbstkontrolle. Wie die Leitung dieses Klosters. Das wird dem Doktor imponieren. Komm mit, Lilly. Birgit hat eine weitere Auszeichnung verdient. Ihr Fleiß und ihre Zuverlässigkeit sollen festlich belohnt werden. Ich weiß nicht so recht, ob wir das tun sollten. Lilly hätte vor Freude am liebsten einen Luftsprung gemacht. Ein Fest hatte es schon lange nicht mehr im Kloster gegeben. Uiuiui. Als Lilly das Klassenzimmer betrat, hatte die Oberin bereits mit der Zeremonie begonnen. Es war ein schönes Fest. Seltsam war nur, dass Birgit nirgendwo zu sehen war. Und somit verleihe ich dir das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Deine Fähigkeiten im Stick kicken und dein herausragendes Pflichtbewusstsein sind ein Vorbild für deine Mitschüler. Du, Birgit, bist das Paradebeispiel dafür, wie durch eine strenge, konsequente Führung Höchstleistungen zustande gebracht werden können. Ah, Lilly, nimm dir ein Beispiel an deiner Mitschülerin und räum hier auf. Okay. Wenn doch nur alle Kinder so pflichtbewusst wären wie Birgit. Ja, nun, Das Fest war nur kurz gewesen. Lilly hat es trotzdem gefallen. Dies war vielleicht der schönste Tag in ihrem Leben. Ah, oh, diese lustigen Kartoffelköpfe, die hier... Oh Mann, das ist echt ein bisschen traurig jetzt mit Birgit. Naja, wir nehmen mal ihr Pfadfinderabzeichen, hä? Aber es nun,
Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Birgit hatte es sich reiflich verdient. Warum hatte sie es nur liegen lassen? Wir nehmen das mal mit für Birgit. Wenn wir sie finden... Lilly fand, dass das Pfadfinderabzeichen viel zu kostbar war, um ihr offen herumzulegen. Aber wirklich. Sie steckte es sicherheitshalber ein. Ja, nicht, dass es ihr noch einer wegnimmt, der guten Birgit. Wo sie wohl ist, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Und diese lustige Piñata-Figur, die hier am Seil hängt. Mensch. Oh, guck mal, eine Torte. Lilly hatte noch nie eine Torte von so nahem gesehen. Sie hätte weinen können. So sehr freute sie sich für Birgit. Ja, Birgit braucht die Torte jetzt nicht mehr. Wir nehmen die mal mit für Birgit, ne? Diese Torte gebührte einzig und allein Birgit. Lilly verdiente nicht einmal, den Tortenboden abzulecken. Ja, aber Birgit ist doch gar nicht hier. Wir nehmen die mit für Birgit. Diese Komm. Diese Torte gebührt Nein. Lilly. Okay, dann eben nicht. Soll ich... Nee, ich glaube, man kann Birgit nicht mit dem Schwert abschneiden. Wir können das ja mal... Nein? Ich glaube nicht. Nein, das geht nicht. Okay. Die Torte mit dem Schwert zerschneiden? Ich weiß ja nicht. Sollen wir das probieren? Diese Torte, Nein. Lilly... Okay, ich probiere mal, was du gesagt hast mit dem... wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man das mit dem Schwert lösen kann. Aber wer weiß. Ich denke eher, wir brauchen den Schraubenschlüsselballon. Ihr wisst alle, was mit dem sehr lustigen Clown passieren wird, wenn das jetzt funktioniert. Das war sicher nicht das ideale Werkzeug, um die Schraube zu lösen. Lilly brauchte eine Art Schraubenschlüssel. Ja, Schraubenschlüssel. Dann fragen wir doch mal den Clown. Wobei, wartet mal. Wir können erst mal kurz noch mal zu dem Alten hier gehen. Der hat doch gesagt, wenn ich das Pfadfinderabzeichen habe am Bande, das Goldene, dann kriege ich seine Muskete. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir den richtigen Schraubenschlüssel und nicht den Ballonschraubenschlüssel. Hier, guck mal, ich habe jetzt hier das Pfadfinderabzeichen. Darf ich jetzt dein Zeug haben? Mhm. Aber das ist doch... Das ist doch das goldene Pfadfinderzeichen am Bande. Ich hatte ja keine Ahnung, dass mir hier ein waschechter Pfadfinder gegenübersteht. Ich war nämlich auch mal bei den Pfadfindern, weißt du? Ha, da leckt mich doch einer an meinen Sachen bedienen. Die liegen gleich da hinten in der Kiste, weißt du? Denn unter Pfadfindern gibt es keine Sachen wie Besitz und... Ja, das haben wir uns auch redlich verdient, hier, ne? Wir nehmen mal die Muskete mit. Das Pfadfinderabzeichen einfach jeden erschießen. Ja, wir bringen doch eh jeden um. Nachher gibt's hier keine Schüler mehr. Hm, was ist denn hier so Schönes drin? Oh, ein Messer und, nein, mach die wieder auf. Ich will gucken, was da noch so drin ist. Nichts weiter, nur das Messer? Okay, dann können wir ja, Doris, das Messer. Das können wir doch jetzt. Das ist doch aber ein Messer. Können wir die Muskete mit den Murmeln füllen? Hurra. Die Murmeln waren die perfekte Munition für die Muskete. Ja! Jetzt kann ich auf Spatzen schießen, Leute. So, Pfadfindermesser. Ich will mal übrigens mit dem Messer, mit dem Schwert was ausprobieren. Moment, Capo, zu dir komme ich später noch. Mal ganz kurz ins Zimmer der Oberin gehen. Da war doch dieses Bild mit den merkwürdigen Augen. So, habe ich übrigens inzwischen irgendwas, was ich in diese Halterung stecken kann? Nee. Ach, die ist ja wieder da, verdammt. Hallo, na? Endlich, da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hab das Futter nicht. Nein? Was? Und dann traust du dich hierher? Abmarsch! Los, los, los! Oh, Menno, ich wollte doch... Wie ich diese Kinder hasse. Ich wollte doch... Warum ist die denn jetzt wieder hier? Ich wollte doch eigentlich... Warum trinkt die nicht mehr ihren Beruhigungstee? Na gut, ich frage jetzt mal den Clown. Erstmal nach dem Ballonschraubenschlüssel, ne? Clown. Und dann probiere ich mal draußen zu schießen. Was jetzt noch?
Ich hätte gerne ein Ballontier. Schon gut, schon gut. Ich kenne diesen Blick. Du willst noch... Aha. Also. Was darf's denn sein? Menschen-DNA? Ein Hypercube? Nein, wir möchten gerne einen Schraubenschlüssel, bitte. Einen Schraubenschlüssel? Hm, warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber... Dankeschön. Tschüssili. So, dann gehen wir nochmal wieder hoch. Also das wäre jetzt sehr interessant, wenn das funktioniert. Guck mal hier. Ohrleuchterbefestigung. Kann mir ja nicht vorstellen, dass das funktioniert. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Ja. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Oh mein Gott. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Och, Lilly. Was zur Hölle? Stimmt denn nicht mit dir, du? Oh, da ist der Ätna-Ballon. Immer hier runter. Oh, da ist wieder so ein lustiges Kartoffeltierchen. Oder? Ja. Hallo, lustiges Kartoffeltierchen. Na, und wo ist denn der Clown hin? Na, sowas aber auch. Er muss wohl gegangen sein. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Oh, ich weiß, wozu ich die Zigaretten brauche. Ich brauche die Zigaretten nämlich bestimmt für Shawnee. Das ist bestimmt total tough, wenn wir rauchen. So. Lilly fand Ednas Selbstporträt sehr gelungen. Sie hätte ihre rechte Hand dafür gegeben, auch so zeichnen zu können. Leider war sie nicht stark genug, um durch den Knochen zu kommen. Eww. Okay, kann ich den nehmen? Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Wir verwüsten hier zwar die ganze Schule, während wir die Spuren verwischen, aber ist doch egal. So, geben wir mal Doris ihrem das Messer. Moment, hier, dieses Messer. Gehört dir das vielleicht, Doris? Was hast du da? Ist das etwa mein Messer? Aha. Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein kleines Balk wie du mit einem Messer durch die Gegend läuft. Ich sag's ja. Die Jugend von heute ist verdorben wie das Einwegblatt für nächste Woche. Weißt du denn nicht, was so ein Messer für einen Schaden anrichten kann? Soll ich es dir zeigen? Nee, nee. Na, siehst du. Also gib schon her, bevor du irgendwen damit verletzt. Sowas. Ein kleines Mädchen mit einem Messer. Unverantwortlich. Hier. Nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Jetzt, da ich wieder ein Messer habe, brauche ich die nicht mehr. Oh, herrlich. Oh, ein kleines Mädchen mit einem Messer. Nimm stattdessen diese Motorsäge hier. Na gut. Dankeschön. Sehr verantwortungsbewusst. Finde ich aber auch. Viel sicherer. Finde ich auch, Leute. So, ich glaube, ich weiß, wofür wir die brauchen. Na. So. Wir gehen mal zu Shawnee. Leute. So, hier, Shawnee. Ich habe Zigaretten. Guck mal. Was hast du da? Zigaretten? Nein, danke. Die kannst du gerne behalten. Natürlich rauche ich. Ich bin immerhin ein richtiger Rowdy. Aber nur, wenn ich nervös bin. Da ich aber Nerven wie Drahtseile habe, ist das mehr so hypothetisch. Ich bin ein hypothetischer Raucher. Was im Grunde noch tougher ist als normales Rauchen. Ja, er hört sich auch total so an, als würde er jeden Tag rauchen. Wir gehen mal kurz zum Schaukelbaum. Ich habe da noch eine Idee. So. Oh. Hm, hallo, Suka. Suka schien Lilly gar nicht zu bemerken. Lilly nahm es ihr nicht krumm. Sie war nicht auf Sukas Aufmerksamkeit angewiesen. Warum sollte sie sich wünschen, dass Suka von der Schaukel rutscht und in der Tiefe zerschellt? Oh. Mehrerlei Gedanken gab es überhaupt gar keinen Anlass. Ja, wir müssen ja diese Widmung hier entfernen, liebe Freunde. Und ich glaube, wir haben genau das richtige Werkzeug dafür. Oh, die ist aber leer, sehe ich gerade. Die Idee war gut. Leider fehlte das Benzin für die Kettensäge. Benzin, wartet mal. Alkohol ist doch auch irgendwie ein Brennstoff, oder? Lilly hatte einen Geistesblitz. Der hochprozentige Alkohol war ein famoser Treibstoffersatz für die benzingetriebene Kettensäge. Die Oberin würde sicher stolz auf sie sein. Ja, vielleicht kriegen wir dann auch ein Pfadfinderabzeichen am goldenen Bande.
So, dann wollen wir doch mal, ach, da passiert bestimmt nichts, ne? Suka, du machst hier schon schön weiter, ne? Geschafft. Jetzt fehlte nur noch ein Beweis, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Guck mal, wie schön der Baum hält. Ist doch toll. Toll, wirklich. Wir gehen mal wieder. Tschüss, Suka. Mach's gut. Dafür liebte Lilly den Garten. Täglich gab es neue Tierlaute zu hören. Mensch. Oh! Wo ist denn der Baum hin? Und Suka ist auch weg. Bestimmt wieder nach drinnen gegangen zu ihrer Freundin Shai. Ja, ich würde sagen, gehen einfach mal wieder, ne? Zu heftig geschaukelt, ja, ich denke auch. So, was war jetzt der dritte Beweis, den wir noch wegschaffen mussten? Schießen. Ja, worauf denn aber? Wir sollen auf Spatzen schießen. Warte mal, ich zeig mal dem Shawnee die Muskete. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Das funktioniert nicht. Kann ich ihm das Schwert zeigen? Shawnee schien nicht interessiert. Nee. Ich habe den Baum weggesägt. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ah ja, ich kann halt nur auf Sachen schießen, die hier auf dem Bild auch vorhanden sind. Also ich kann nur mit Dingen interagieren, die hier quasi so ein, ne, so ein Button geben. Kann ich vielleicht aufs Kloster schießen? Einfach mal so. Ah ne, dann geht sie da wohl nur hin. Aber was ich mal probieren kann, Moment. Vielleicht. Mal probieren, ob das funktioniert. So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren ihre Arme zu kurz und ihre Leitung zu lang. Ja, ich komme ja hier nicht mehr hoch. Was kann ich denn mit dem noch machen? Wartet mal, vielleicht. Wartet so mal. So konnte Lilly die Bilder. Also, ich habe jetzt überlegt, ob man den Ballon hier hochfliegen lassen kann. Da müsste aber noch ein Haken oder sowas dran sein. Und dann nimmt er die mit und dann schießen wir ihn ab. Willst du vielleicht die Zigaretten haben, Kapu? Behalte deine Sachen lieber für dich. Wie ich dich kenne, hast du sicher hart dafür gearbeitet. Schwert an Ballon. Lilly durfte ihre Sachen nicht mehr kaputt machen. Nee, kann ich das vielleicht? Nee. Ah! Kann ich auf Kapu schießen? Ich meine, der ist zwar ganz nett, aber. Behalte deine wie ich dich. Nee. Darf ich das hier vielleicht dem Kapu geben? Behalte deine wie ich. Auch nicht. Ah, ich habe übrigens noch eine Idee. Mit dem Holz. Das können wir doch bestimmt benutzen, um den Ofen dann anzuheizen. Wenn wir dann erstmal das Feuerzeug von Shawnee haben. Kann ich das Holz hier reinwerfen? Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Anzünden geht aber nicht mit der Muskete, oder? Da waren schon wieder diese Stimmen, die Lilly befahlen, ihre Sachen zu verbrennen. Zu dumm, dass kein Feuer im Ofen war. Okay, ich bin nochmal. Warte mal, was war das denn gerade? Augenblick. Achso, das war nur das Dach hier oben, ne? Hier? Ja. Ich will nochmal ins Kloster und zwar hierhin. Hierhin. Hier gibt's noch so. Hier ist ein Haken, den hätte ich gerne. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Okay, das nützt mir also gar nichts. Kann ich den Ballon da dranhängen vielleicht?
Der Haken war nur für die Teekanne bestimmt. Nur für die Teekanne bestimmt. Diese Halterung. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Okay, wir brauchen Licht. Was hat es denn nur mit diesem Schwert auf sich, Mensch? Wir könnten mal Shai nach Suka fragen gehen. Vielleicht erzählt die uns was Interessantes. Willst du vielleicht den Ätna-Ballon haben? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Oder willst du vielleicht die Zigaretten haben? Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Nee. Oh, wie schade. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Bei dir weiß ich jetzt so gar nicht. Shibuya, das ist alles so cool. Ich bekomme das gar nicht in meinen Kopf. Bei der weiß ich nicht so recht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Aus dem Fenster schießen können wir ja auch nicht. Also der Shawnee da, der sagt ja, ich traue mich nicht, auf Spatzen zu schießen. Aber ich kann ja auf gar keine Vögel schießen irgendwie. Kann ich auf die Gargoyles schießen? Der Gargoyle war außer Reichweite. Wieder ein... Die Schuluhr war wieder... Nee. Ich bin schon wieder überfragt, liebe Freunde. Willst du den Ballon? Behalte deine Sachen, wie ich dich kenne. Hier gab's ja nichts mehr, ne? Na, nur die Torte. Vögel anlocken. Ja, da bräuchte ich halt... mit den Tollkirschen. Aber wo packe ich die hin? Das ist halt die Frage, ne? Müsste ich ja irgendwo hinpacken, damit die Vögel kommen. Der Brunnen... warte mal, kann ich das vielleicht hier? Lilly hätte den Gnom gerne, aber sie hat... Nee. Oder kann ich mit der... Die Tollkirschen waren zwar klein und kugelig, doch als Munition nur für einen Spuckwettbewerb geeignet. Nee, der Capo, der will nicht mit mir reden. Also er möchte gerne mit mir reden, aber sie sagt dann immer, sie will Edna nicht verraten. Und dann geht das nicht. Wartet mal. Kann ich vielleicht mit dem Muskete auf die Termiten schießen? Sie hätte den Gnom, aber sie... Nee. Mit Capo reden. Psst, Lilly, ach. Ich muss dich unbedingt was fragen. Magst du mich eigentlich? Aha. Gott sei Dank. Ich war mir nicht wirklich sicher. Ich habe da nämlich ein Anliegen. Es geht um meine Gefühle. Und ich möchte dich um einen ganz großen Gefallen bitten. Würdest du etwas für mich tun? Aha. Wirklich? Wow, ich bin ganz aufgeregt. Okay. Ganz ruhig, Capo. Also, würdest du... diesen Brief hier Shai übergeben? Oh, wie traurig. Ich muss sie unbedingt treffen. Also, gib ihr einfach den Brief, ja? Mann, das ist so toll von dir. Du bist wirklich die beste, Lilly. Das ist bitter. Das ist bitter, Leute. Na gut, wir bringen Shai natürlich den Brief. Wir wollen uns dieser jungen Liebe nicht in den Weg stellen. So, liebe Shai, wir haben einen Brief für dich von Capo. Der steht total auf dich und nicht auf uns, oh, du blöde Kuh. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Capo nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Aha.
Milzbrandviren. Der ist ja von Kapu. Ein Date? Wie aufregend. Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren in dem Brief gewesen. So ein Glück. So ein Glück. Ich freue mich für dich, Shai. Gut, dann ist der Kapu ja jetzt wahrscheinlich weg. Und wir können... Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Ach ja, kann ich nochmal hier? Kann ich die? Lilly wollte sie bald und... Okay, dann sagst du nur das Gleiche. Ja, so, dann wollen wir doch mal gucken. Kann ich vielleicht... Der Gargoyle schien zwar besorgt, aber sonst fehlt ihm nichts. Wenn man mal von Dingen wie Leben absah. Kann ich denn hier auch dran? Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Lilly hätte natürlich auch erst nachdenken können. Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber nicht einmal das trug Lilly bei sich. Nicht? Es fehlte nicht viel, aber... Nicht? Es fehlte nicht viel, Nein. aber... So konnte Lilly die Knallfrösche garantiert nicht von der Statue holen. Wieder einmal waren... So konnte Lilly wieder... Vielleicht damit? Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrösche zu gelangen. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Eine Art verlängerten Arm. Lilly durfte ihr... Ach, Leute, ich komme nicht weiter. Schwert und Uhr. Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil. Dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lilly nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Also. Ich hab noch zu tun, tschüss. Passiert das? Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh Leute, wir töten hier einfach alle. Wir töten einfach alle, Leute. Oh Mann, was zur Hölle, Lilly? Sie meint's ja nicht böse, Leute. Geschafft. Lilly hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lilly, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Alter, Edna. Lilly wusste natürlich sofort, was zu tun war. Edna, das ist dein Ernst jetzt? Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh, Mann. Edna, ist das dein Ernst jetzt? Wir haben 4 Leute umgebracht, um deine verdammten Beweise zu vernichten. Und jetzt sollen wir sie einfach vergessen? Wirklich? Na gut. Ach, schön, Leute, schön. Ja. Oh. Das Tagebuch. War das jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Lilly
hielt es für eine gute Idee, sich die Taube erst einmal in Ruhe anzuschauen. Die Gefahr, dass der Vogel jeden Moment davonflattern konnte, nahm sie in Kauf. In dem Augenblick, als Lilly das Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte. So. Und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Okay. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Ja. Na gut, wir machen das mal noch kurz. Ich wollte jetzt eigentlich ausmachen, aber... Ich will mal ganz kurz, hier sind ja jetzt Vögel bei dem Shawnee. Kann ich die... Ja, da sind Spatzen. Lilly mochte die Spatzen. Nie im Leben wäre sie auf die Idee gekommen, auf sie zu schießen. Andererseits musste sie Shawnee beeindrucken, um an das Rezept zu gelangen. Ja, Shawnee, guck mal, ich schieße auf Spatzen. Was? Wie? Lilly hatte zwar die Spatzen verfehlt, nicht aber ihre Wirkung auf Shawnee. Er schien tatsächlich ein wenig beeindruckt zu sein. Ein wenig? Was? Wie ist das denn passiert? Sie hat doch gerade ausgeschossen. Wie? Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay. Was für ein schönes Tier. Ja, was für... So ein glänzendes Gefieder. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Bestimmt. Können wir ihn mitnehmen? Nein. Na, Shawnee? Shawnee wirkte äußerst nervös. In diesem Zustand wollte Lilly ihn lieber nicht ansprechen. Warum denn nicht? Sie wollte nicht riskieren, dass er ihr an den Zöpfen zog. Andererseits brauchte sie das Rezept. Wie konnte ja, man einen Rabauken wie Shawnee nur beruhigen? Ja, nimm doch eine Zigarette, Shawnee. Lilly hatte gehört, dass Zigaretten beruhigend wirken sollten. Bestimmt, bestimmt gesund. Das hat er fein hinbekommen. Shawnee schien es schon viel besser zu gehen. Man erkannte es genau an der Art, wie sich seine Pupillen langsam nach innen drehten. Oh, Leute. Ich weiß genau, was passiert, wenn ich jetzt weggehe. Ich will nicht. Oh, Shawnee ist schon sehr gemein, aber... Oh Mann, okay. Ich möchte kurz mal zurückgehen. Oh, nee. Leute. Oh, Leute. Na gut, wir gehen mal kurz und zünden den Ofen an. Schön, schön, wie sich alles fügt, Mensch. Ich bin so glücklich. Wir haben jetzt auch das Rezept wieder zurück, gell? Können wir das lesen? Nein. So, hier, guck mal. Bitteschön. Der Ofen brennt. Guck mal, da wird sich Doris aber freuen. Und wir haben das Rezept zurück. Dann gehen wir jetzt noch zu Doris, würde ich sagen. Und geben die Sachen noch ab. Shawnee, oh Mann, ey. Wer ist denn jetzt noch übrig? Edna? Und das war's, ne? Und die Oberin und Doris. Oh, Lilly. Lilly! Ist das dein gottverdammter Ernst, Mensch? So, hier, guck mal. Ich habe eine brennende Zigarette. Hm, das ist bestimmt für später noch wichtig. Gehen wir erstmal das Rezept. Ach, du hast das Rezept? Aha. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Das kriegen wir hin, aber ich habe auch den Ofen angemacht. Ja? Du solltest außerhalb der Essenszeit da sind und für... Bla bla. So, wir haben den Ofen angemacht. Bist du wegen dem Futter für die Katze hier? Dann habe ich schlecht, solange ich nicht... So, pass mal auf. Wir haben... Und die Konservenbüchse müssen wir auch noch gleich holen. Aber der Ofen läuft. Zu sagen. Ich habe schon gemerkt, dass der Ofen wieder läuft. Leider kann ich trotzdem noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange ich nicht die Konservendose aus dem Keller habe, kann die Oberin noch lange auf das Futter warten. Ha! Ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Okay, alles klar. Dann holen wir noch die Konservendose und dann machen wir aber wirklich Feierabend für heute, Leute. So, gehen wir mal in den Keller. Vor allem dieses kleine Feuerchen, als ob das was bringt. Na gut, nehmen wir die.
Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Sicher richtig. Gut. Ab zurück zu Doris. Das mit dem Taubenschießen machen wir dann beim nächsten Mal. Doris, ich habe deine Dose. Bitteschön. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Wow. Das heißt, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay. Ja, wie gesagt, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Vielleicht spiele ich direkt nächste Woche weiter. Schauen wir mal. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, liebe Freunde. Wir haben alle Kinder getötet. Nein, die sind auf einem lustigen Ausflug in die Berge. Oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, wir machen nächste Woche dann weiter hier mit dem Spiel. Mal schauen, wie weit wir dann kommen. Und ob wir vielleicht noch irgendwie ein Lebendiges finden hier in den Gemäuern des Klosters. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, liebe Freunde. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr da wart und mitgerätselt habt. Ja, und dann würde ich sagen, dann bis nächste Woche Freitag, 18 Uhr, an gleicher Stelle, gleiche Welle, ne? Ja, alles klar. Gut, meine Freunde, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.